So weit, so gut. Jetzt machen wir weiter mit dem Tagesordnungspunkt 12. Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden als Kreispolizeibehörde über ein örtlich und zeitlich begrenztes Verbot des Verzehrs und des Mitführens alkoholischer Getränke auf öffentlichen Flächen im Bereich des Amalie-Dietrich-Platzes. Dazu habe ich lediglich zwei Wortmeldungen. Wenn es dabei bleibt, würde ich jetzt auf eine Fraktionsrunde verzichten und in der Reihenfolge Herrn Dr. Brauns, Herrn Engemeyer aufrufen. Bitte schön, Herr Dr. Brauns. Ich werbe um Zustimmung für diese Vorlage. Wir haben sie sehr intensiv diskutiert, auch im Ausschuss Allgemeine Verwaltung. Es geht hier darum, die Möglichkeiten, die das sächsische Polizeiaufgabengesetz bietet, zu nutzen, nämlich einen in diesem Gebiet festgestelltes erhöhtes Aufkommen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die alkoholbedingt sind. Es geht also darum, dass man Ursachen für Straftaten verhindert, verbietet, um damit das Aufkommen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in diesem Gebiet zu senken. Das ist eine zeitlich befristete Maßnahme, das ist sehr sorgfältig recherchiert und wir halten das für eine wirksame Maßnahme, hier insgesamt, man kann schon fast sagen, zur Befriedung dieses Platzes beizutragen, bei dem erheblicher Handlungsbedarf ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, man muss sagen, ein Stück weit wiederherzustellen, denn es herrscht dort Sorge, diesen Platz unbefangen zu betreten. Und das kann in einer Kunst- und Kulturstadt nicht sein. Deswegen bitte um Zustimmung zu dieser Vorlage. Vielen Dank. Herr Engemeyer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Herren und Damen im Stadtrat, liebe Gäste im Saal und im Stream. Wir alle haben die Vorlage und auch sozusagen die Ereignisse, die aus Sicht der Verwaltung zu dieser Vorlage geführt haben, verfolgt. Wir müssen allerdings auch feststellen, dass, und das hat auch ein Teil der Diskussion in den Ausschüssen gezeigt, dass dieses Mittel, so wie es jetzt hier angewandt werden wird, eben auch sehr viele Probleme mit sich führen wird, weswegen wir dem so nicht zustimmen können. Man muss wissen, andere Fraktionen haben da ja sogar noch völlig irrsinnige Änderungsanträge gestellt, dass das ein sehr begrenzter räumlicher Umgriff ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass eventuelle Problemsituationen dadurch einfach nur verschoben werden. Und hier haben wir ein Problem, das, ich sag mal, im Handeln auch der, sozusagen, der konservativen Seite des Stadtrates erneut ein weiterer Schritt in die Richtung ist. Wir schieben auch Probleme einfach mal aus der Sicht. Wir sagen, dieser Platz, jener Platz, da wollen wir das nicht haben, geht doch woanders hin, in der Stadt. So. Und das Problem daran ist, dass dann genau diese Menschen, die eben zum Teil eben auch Hilfe brauchen, vielleicht auch Hilfe in ihrem Umgang mit Alkohol, Hilfe mit anderen Problemen, dass die dann eben nicht mehr so leicht zu erreichen sind für unsere Sozialarbeit, für andere Maßnahmen. Und diese Verschiebung sollten wir deswegen auch tatsächlich nicht machen. Es wurde auch in dieser Diskussion um diese Polizeiverordnung mit einigen Quatsch argumentiert. Zum Beispiel wurde mit der Schule argumentiert. Jetzt muss man allerdings zur Kenntnis nehmen, diese Polizeiverordnung gilt für alle Zeiten, wo gerade keine Schule ist. Jetzt hat auch der Herr Böhmekorn gesagt, na ja, und das ist alles sozusagen so völlig rechtmäßig, wie man das macht. Der erste Einschätzung... Oh, Entschuldigung, ich habe es verwechselt, tut mir leid, so viel, ich habe Namen verwechselt, tut mir leid, in Ordnung, dass es völlig rechtmäßig in Ordnung sei. Auch daran mag man seine Zweifel haben. So sagt nämlich diese Polizeiverordnung mitnichten, dass dort Alkohol nicht mehr erlaubt ist, sondern dass der Alkohol von Dienstag bis Sonntag nicht mehr erlaubt ist. Montag ist frei. Montag darf man dort, so viel man will, bechern und Dinge tun. Woran liegt das? Naja, der Gesetzgeber hat gesagt,
wenn man so eine Einschränkung macht, dann darf man die halt nicht völlig allgemein machen. Man muss sozusagen das zugeschnitten auf die speziellen Zeiten, wo es Probleme gibt, machen. Und das hat die Vorlage eben leider mitnichten gemacht. Sie hat einfach gesagt, na gut, um dieser Maßgabe irgendwie der Form nach zu genügen, sagen wir halt, Montag dürft ihr saufen, den Rest der Woche nicht. Und hat sozusagen versucht, dort diesen Regelungsgehalt des Gesetzes irgendwie noch aufzunehmen. Und das ist eben der Sache leider nicht angemessen. Wir haben im Ausschuss, und das hat glücklicherweise auch eine deutliche Mehrheit gefunden, die Auswirkungen dann zumindest noch mal zu evaluieren. Und im Punkt 3 auch noch mal zur Straßensozialarbeit dort nachzulegen. Dem könnte man prinzipiell zustimmen, aber dieser Polizeiverordnung, die muss man einfach nur ablehnen, weil die ist unzweckmäßig und sie ist auch überzogen und sie wird auch wahrscheinlich einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Vielen Dank. Als nächste Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einen Satz vorweg schicken. Ich bin sehr erstaunt über das Klima, was heute hier schon wieder im Stadtrat herrscht. Ich habe von vielen Menschen in den letzten Tagen in der Zeitung gelesen, dass sie sich um ein besseres Klima und einen besseren Umgang miteinander bemühen wollen. Ich würde mir wünschen, dass wir das tatsächlich schaffen. Okay, es ist offensichtlich, dass wir das nicht schaffen. Versuchen Sie doch wenigstens einfach zuzuhören. Ich möchte noch mal kurz hier erläutern, wir als SPD-Fraktion haben uns mit dieser Vorlage zu dieser Polizeiverordnung lange und ausführlich beschäftigt. Wir haben uns damit schwer getan. Wir haben hier in der letzten Stadtratssitzung eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema gehabt, zum Thema das Verhältnis von Kriminalität, die eben leider Gottes eben oft auch mit Alkohol oder anderen Drogen zu tun hat, und Prävention. Das war eine sehr intensive Debatte hier, die für uns auch sehr deutlich gezeigt hat, dass nur die ordnungspolitischen Maßnahmen auf der einen Seite, darüber sollte man sich mittlerweile eigentlich auch einig sein, es nicht tun werden. Trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass es dort an dem Standort Menschen gibt, die eben Sorge haben, über diesen Platz zu laufen, die sich da nicht mehr wohlfühlen, womit man sich auseinandersetzen muss. Wir sind der Meinung, dass man das tatsächlich eher im präventiven Bereich lösen muss. Deswegen haben wir im Ausschuss für allgemeine Verwaltung eben diese zwei Punkte ergänzen lassen, sind auch froh, dass die eine Mehrheit gefunden haben, nämlich zum einen erstmal zu gucken, wie wirkt sich das wirklich aus, vor allen Dingen im Umfeld. Es gibt sehr, sehr viele Städte, die auf solchen Plätzen ähnliche Polizeiverordnungen und Verbote erlassen haben und jetzt berichten, es führt einfach zu einer Verdrängung auf dem nächstgelegenen Platz. Das befürchten wir in der Tat auch, deswegen aber haben wir gesagt, das soll regelmäßig erfasst werden, wie sich das auf das Umfeld auswirkt und berichtet werden und eben tatsächlich den präventiven Ansatz an dieser Stelle, weil die Menschen, die dort Alkohol trinken, lassen sich das Alkoholtrinken nicht verbieten. Da gibt es andere Problemlagen, die dahinter stehen, warum die da Alkohol trinken, und die werden Alkohol auch an anderen Plätzen trinken, die trinken Alkohol zu Hause und gehen dann im betrunkenen Zustand auf die Straße. Damit muss man sich auseinandersetzen, deswegen muss man dort an der Stelle die Menschen auch aufsuchen, wo man sie antreffen kann, im Sinne zum Beispiel von Straßensozialarbeit. Wir müssen dringend in unserer Stadt die Suchtpräventionsangebote deutlich ausbauen und erweitern, und man muss in so einem Stadtteil eben auch gucken, welches Konzept am Ende man auch immer wählt, im Amerikanischen ist Community Organizing genannt, dass man eben den Menschen, die dort in diesem Stadtteil sich nicht mehr wohlfühlen, die da Sorge haben, mitnimmt, aber eben auch diejenigen, die dort auf dem Platz sitzen und Alkohol trinken. Die Menschen im Stadtteil vor Ort können das am besten miteinander entwickeln, ihren Stadtteil wieder zurückerobern, diesen Platz für sich wieder positiv besetzen und zurückerobern. Und deswegen hoffen wir, dass dieser Ansatz am Ende der langfristig wirksamere ist. Vielen Dank. Als weitere Wortmeldung Herr Green. Herr Oberbürgermeister, Herr Dr. Braun, Sie haben Unrecht. Die Sache ist nie alkoholbedingt, sondern Alkohol ist die Reaktion. Das Problem ist ausländerbedingt. Nennen wir es doch beim Namen. Wer sich dort kloppt,
Das sind Deutsche, von mir aus irgendwelche Rechten, mit Ausländern und umgekehrt, oder die untereinander. Und dass es ein Drogenproblem gibt in der Stadt. Es liegt einfach daran, dass eine Menge Leute kommen, die sagen, ja, ich sitze hier im Asylantenheim oder ich habe so keinen, was mache ich? Ich mache Drogendealer. Und wer will denn die ganzen Sprachen verstehen, wie die sich abstecken? Alkohol hat es immer gegeben. Und die paar Säufer, die haben wir, bevor ihr Merkel die Grenze aufgemacht hat, immer unter Kuratel gehabt. Das hat alles funktioniert. Nee, das Problem ist, dass es eine Unmenge Leute gibt, die sie überhaupt nicht mehr unter Kontrolle kriegen, weil sie die Sprache nicht verstehen. Die können einen Drogendealer nicht abhören oder mithören oder das weiß ich was. Wenn die in irgendeiner Sache... So. Räumlich... Nee, das verstehen die gar nicht. Das war, ne? Räumlich begrenzt. Ja, noch ist es räumlich begrenzt, Herr Engmeier. Und von mir aus mögen sie doch räumlich begrenzt. Alle in den Sack und die mögen sich irgendwo in Tripolis oder was mögen sie sich weiterklappen. Aber da bitte nie hier. Ja? Raus! Wer dabei erwischt wird, dort, wer Drogen verdient, als geduldet oder irgendwas, der hat raus damit. Ne? Ich kenne eine Menge Ausländer, habe ich mir jetzt sagen lassen, die ordentlich arbeiten. Gibt's, ist wahr. Stimmt? Die machen gute Arbeit, machen teilweise besser als Deutsche. Habe ich mir angehört, ist alles richtig. Aber das Problem sind die, die wir nie in den Griff kriegen. Und dort müssen richtig harte Maßnahmen her. Das steht heute wieder in der Zeitung, junge Männer überfielen, fünf junge Männer überfielen eine Frau und raubten ihr Geldtasche und Handy. Das ist der Quatsch. Wer ein bisschen nachdenkt, weiß natürlich, dass da hinten diese Herrschaften wieder sich mal ihren Maulkorb oder ihren verordneten Maulkorb umhängen. Nein, dann sagen Sie uns doch bitte, wer es ist. Wer sind das? Sind das Lügner, sind das Tunesier? Deutsche sind es bestimmt nie. Oder mit geringer Wahrscheinlichkeit. Das ist das Problem. Und Sie haben gesprochen von amerikanischen Verhältnissen, hatten da irgendeinen Begriff genannt. Amerikanisches Konzept. Ja, gut, dass Sie das nennen. Ich hatte vor 10 Jahre jetzt her meine beiden Töchter dorthin geschickt. Feindbeobachtung. Die waren ein Jahr dort und haben mir dann berichtet. Das ist ein Multikulti-Land, das kriegen Sie einfach nicht mehr in den Griff. Und was dort läuft, dort haben Sie, jedes Viertel ist anders. Es gibt das deutsche Viertel und es gibt das Franzosenviertel und es gibt das Chinesenviertel und es gibt das Mexikanerviertel und es gibt das Viertel der Schwarzen. Die sind alle streng getrennt untereinander. So, nur so läuft das dort in diesem Land, weil sie einfach nicht mehr zurückdrehen können. Und andersrum haben die ganz andere Möglichkeiten der Repression, wenn sich dort einer nicht an die Regeln hält. Die zwei Dinge unterscheiden sie nämlich, dort kriegen sie nicht mehr zurück. Und ich möchte nicht, dass wir hier irgendwo in Deutschland oder insbesondere hier Verhältnisse kriegen, wie wir sie heute in Duisburg haben oder in Berlin, wo sie dann schon sagen, ja, wir richten jetzt Standplätze ein für die Drogendealer, damit die nicht mehr überall sind. So ein Beklopptes. Nee, also meine Damen und Herren, das Ding stimmen wir zu. Aber ich würde mir einige Nummern schärfer wünschen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Engemeier. Schalten Sie mal bitte ein, ich kann ja nehmen. Ja, zur Debattenkultur im Stadtrat. Man freut sich auch immer dran zu kommen und gleich so ein Raunen zu hören im Raum, dass das begrüßt. Ich möchte einfach tatsächlich eine punktweise Abstimmung beantragen, einfach um differenzierten Abstimmungsverhalten hier auch zum Ausdruck zu bringen. Ansonsten ist zum letzten Redner tatsächlich nichts zu sagen. Das war ja wirklich unterirdisch, Herr Krien. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung. Punktweise ist beantragt. Wer dem Punkt 1 des federführenden Ausschussberichtes zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja, 16 Nein, 2 Enthaltungen, wäre so beschlossen. Wer kann dem Punkt 2 zustimmen? Der ist jetzt in der Reihe.
49 Ja, keine Nein, 18 Enthaltungen, damit so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 3, auch hier die Abstimmung. (Kommission) 66 Ja-Stimmen, keine Nein, eine Enthaltung, damit beschlossen. Und last but not least der Punkt 4. (Kommission) 39 Ja-Stimmen, 27 Nein, keine Enthaltung, damit auch beschlossen. Damit hätten wir den Tagesordnungspunkt 12 geschafft.